in pioniertechnischer Hinsicht. Sie waren also geübt. Goldenen Gitzen, 10, 15 Minuten beim Fußball. Lass ihn ganz einfach. So, wir sehen jetzt also im Vorgehen dieser Infanterieformation, wir sehen eine preußische Fahne, wir sehen eine russische Fahne, wir sehen auch eine Fahne des Lützower Freikorps, die russischen Einheiten deutlich zu erkennen an den grünen Uniformrücken mit blauen und roten Kragen, schwarzen Wollpompons und den sogenannte Kiefer. Sie nehmen das nicht übel, wenn ich mich nicht... Was Kurdistan ist, das ist noch schon ein ganzes Stückchen von uns. Und die Maschinen waren also innerhalb der Jahre ein bisschen schon mit Einsetzung der Militärreorganisationskommission nach der Katastrophe von Jena und Auerstedt. Infanterieregiment, geh mal lieber ein bisschen aus der Schusslinie. Guck mal, das erste Mal 3D, ne? Das war was. Oh, das macht das der hier rumweg. Nein, ich muss mich doch noch ein bisschen zurückziehen, ja? Vielleicht für Sie zur Erklärung, die Gäste, die hier das erste Mal sind, mit ungezogenem Lauf. Das heißt also, Beachtung ist alles gerade bei der preußischen Infanterie, wo es Knie geladen wird. Das heißt, das Knie wird auf die rechte Hüfte aufgesetzt. Der Hahn
sogenannte Ruhrranzen gezogen. Dann wird aus dem Fischkasten jetzt wieder zerrecht. So, jetzt massiv. Tische Kämpfe, ich sag das vorhin schon mal. Circa 250 Minuten im vollen Galopp auf. Acht bis zehn Schuss abgeführt und waren damit auch noch. So, jetzt haben wir mal also wirklich das geschlossene Vorgehen einer Kavallerieeinheit. Wir sehen also im Zentrum bei den sächsischen Sachsen-Regiments Maximilian, Regiment König. Ich erkenne sächsische leichte Infanterie, sächsische Jäger. Also, einzelner Schuss mehr zu unterscheiden war. Und das ist natürlich bei wir sehen 13 im Branden, also um die Ortschaft Gröbern und die Schäferei Auenheinen, Vorberg, Korporal und Sergeant treten also hier auf die, in die Lücke hinein und führen also die geschlossene Infanterie. Also das ist ja, selbst für die damalige Zeit, das ist wehrmutmäßig. Das Feuer bereit und wird jetzt mit unserer Leuchte gezündet. Ladung aus dem Rohr gezogen, dann wird mit einem nassen Wischer das Rohr ausgewischt, um Blutherde im Rohr zu verhindern. Dann wird wie immer, hier sehen wir das noch einmal, Ladung gesetzt, bis zum Lauf oder Rohrboden durchgestoßen, dann wird mit einer Nadel die Ladung